Ja, Sönmez, ja, ein Stein vom Herzen gefallen, jetzt, wo man die Relegation erreicht hat? Ja, klar, auf jeden Fall. Ich denke, wir haben jetzt nachsitzen müssen in den zwei entscheidenden Spielen. Aber wenn man jetzt die ganze Runde sieht, muss man ganz klar sagen, haben wir viel dafür getan, viel gearbeitet, haben sicherlich auch viele Spiele für uns positiv entschieden und guter Fußball gespielt. Das ist jetzt die Krönung, dass wir jetzt durch das nachsitzende Spiel in der Relegation für uns entschieden haben. Ja. Wie haben Sie es geschafft heute? Ich denke, wir haben das gut analysiert. Wir haben jetzt sogar von FUPA TV, muss man sagen, dieses Spiel, wo aufgenommen worden ist, haben wir heute ziemlich früh im Clubhaus per Leinwand analysiert, haben den Gegner analysiert. Wir haben im Hinspiel schon gesehen, dass der Gegner hinten anfällig ist, dadurch, dass es eine sehr junge Mannschaft ist. Ne? Natürlich Kompliment an die Truppe nach Kreuzingen. Aber wir haben das gut aufgearbeitet, das Hinspiel. Und haben heute Ziel gehabt, frühzeitig zu stören. Vorne Pressing zu spielen. Ich denke, so haben wir auch das Tor letztendlich gemacht, den ein oder andere Tor. Also Rechnung ist aufgegangen. Ne? Nach dem Unentschieden vom letzten Mal hat es mich fast überrascht, dass Sie heute so dominant waren. Also für mich sahen Sie sehr dominant aus heute. Ich denke mal, ich kenne meine Mannschaft. Wir haben am Mittwoch sicherlich nicht unser gutes Spiel gemacht, muss man ganz klar sagen. Aber ich weiß, was die Mannschaft kann. Und nach vorne denke ich mal mit einem Pekes, mit einem Sönmez, mit einem Hoffmann, mit einem Scholl, mit einem Kaiser sind wir natürlich sehr gut aufgestellt. Und ja, ist ja immer so im Fußball. Beste Verteidigung ist eigentlich der Sturm vorne schon und das haben wir sehr gut gemacht heute. Wie werden Sie diesen Aufstieg feiern? Ja, ausgiebig, klar. Ich meine, ich bin nicht unbedingt jetzt der Freund von... ja, aber ich werde heute auch mal ein Gläschen trinken. Normal bin ich nicht der Freund unbedingt von zwei, drei Flaschen Bier oder Alkohol. Aber ich werde heute mal genießen mit der Mannschaft. Ich werde auch mal ein Bierchen trinken heute. Genau. Okay. Dankeschön. Ja, gut. Okay. Man muss jetzt einfach sehen, man darf nicht dieses Spiel bewerten. Man muss die ganze Runde bewerten. Graben ist nicht durchgereicht worden in die B-Klasse oder etc., sondern Graben hat das geschafft, was heute ist hier. Ne? Wir haben es geschafft, die ganze Runde hier als Familie, als Einheit. Ja, das ist einfach die Krönung, der Aufstieg jetzt momentan. Ne? Können Sie einen kurzen Ausblick auf die nächste Saison geben? Was haben Sie da vor? Ja, also klar, mein VfB Graben wird so sein, dass, denke ich mal, wir viele eigene mit eingebaut haben, die Runde. Wir werden, oder Graben, ich werde ja nächstes Jahr nicht mehr das Amt übernehmen als Trainer beim EV Graben. Aber die Mannschaft ist so gefestigt, man hat gesehen, die Viererkette heute ganz stark. Es sind viele eigene Spieler. Ich habe immer versucht, die Mannschaft in der Balance zu halten, viele eigene zu fördern. Und das, denke ich, hat man nächstes Jahr positiv auf ihre Seite. Ne? Und sicherlich wird man eine gute Runde spielen in Graben. Herr Sönmez, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und alles Gute. Ja, wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Ja, Käppchen, komm her.